Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die Luxury Box, die sich noch hier drin verbirgt. Also ich habe noch nicht reingespinst. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box bekomme ich in der Kooperation zugeschickt, um sie hier zu zeigen und auszupacken und die Produkte gegebenenfalls zu testen. Und ich darf tatsächlich auch eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Die Box ist geil. Ne? Also das ist halt eine sehr luxuriöse Box. Die kommt alle 3 Monate, kostet natürlich auch so zwischen 45 und 50 Euro, je nachdem, welche Aboform du wählst. Aber es sind 6 bis 8 sehr, 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 sehr hochwertige Beauty-Produkte enthalten, die immer so einen Wert von 150 Euro haben. Es ist schon ziemlich krass und da wird mit der Cosmopolitan zusammengearbeitet und ich bin immer sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein in die Box und ja, machen erstmal hier den Karton auf. Ich bin ganz nervös. Ich freue mich da immer so drüber. Ich weiß nicht. Normalerweise mache ich mich für das Luxury Box Unboxing immer auch besonders schick oder so. Heute ist aber Ostersamstag, Kasamstag, wie auch immer. Es ist richtig warm. Ich hatte den ganzen Tag Migräne und ja, habe jetzt einfach mal so ein bisschen darauf verzichtet und ja, ich hoffe, ihr kommt damit klar mit der ungeschminkten Wahrheit, ne? Ihr seht sie oft genug, Leute. Genau. Als allererstes springt hier uns etwas an. Augen auf, leider hatten dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz, deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Ja, das haben wir öfters mal und da bin ich mal gespannt, was das ist. Aber gut, dass sie so einen Flyer mit reinlegen, ne? Das ist sonst immer ein bisschen dann schmeißt man das aus Versehen weg. Und hier sehen wir einmal, wie die Luxury Box aussieht mit dem Schleifchen. Das ist so schön. Ich zeige es mal etwas näher. Das ist sehr besonders, ne? Das Schleifchen ist hier außen drum zu. Das Ganze sieht dann auch noch etwas luxuriöser aus, finde ich richtig klasse. Und hier habe ich auch den Flyer drin, eben weil es eine Kooperation ist. Liebe Claudia, mit dieser Box startest du luxuriös in den Frühling. Wir wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken. Liebe Grüße, Maria vom Luxury Box Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich hoffe auch, dass es dir gut geht und dass du eine schöne Osterzeit hast. Ne? Das ist eine ganz liebe, mit der schreibe ich tatsächlich auch immer. Hierüber muss ich jetzt leider etwas lachen, denn das ist ein Produkt, was ich gestern erst in meinem Pflege die Klatte aussortiert habe. Das ist von M. Asam die Duschcreme Dormazel. Die riecht unglaublich gut, aber die ist halt so riesig und ich bin halt so ein, ich liebe die Abwechslung, ne? Und dann ist das immer so schwierig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht werde ich die dann doch behalten. Ich weiß. Oh, vielleicht fülle ich mir die auch einfach mal in 2 kleinere Flaschen um oder so. Weil so ein großes Ding bei mir in der Dusche ist halt auch immer so eine Sache, ne? Da ist die Dusche halt ruckzuck voll und da steht schon so viel in meinem Regal. Ja, ich muss mal gucken. Aber eigentlich ist das ziemlich cool. Ja, und M. Asam ist eine gute Marke. Das ist alles, das riecht auch so gut. Das riecht so, so pudrig, so cremig, so sehr, sehr edel und sehr angenehm. Mochte ich auch sehr, sehr gerne, als ich das erste Mal in den Händen gehalten habe. Naja. Aber an und für sich ein tolles Produkt, deswegen. Und es kann ja nicht jeder so ein Freak sein wie ich hier. So, jetzt nehme ich mir hier die richtige Luxury Box einmal vor. Jetzt öffnen wir einmal das Schleifchen. Das ist echt schön, weil du hast hier wirklich so ein ganz langes Schleifenpapier. Oh, Entschuldigung. Ja, es ist warm hier. Entschuldigung, ich hätte auch vielleicht ein anderes Oberteil anziehen können, ne? Hey. Okay, dann haben wir hier einmal die Box. Es ist oh, von der Größe her wie die Brigitte Box zum Beispiel. Genau, den Deckel, das ist alles sehr edel, weil matt schwarz von innen und so. Ne? Dann hast du hier das Seidenpapier verschlossen und dann steht hier drauf viel Luxury. Das heißt, es wird uns schon direkt mit an die Hand gegeben, dass wir uns luxuriös fühlen dürfen. Und jetzt riechen wir mal dran. Es riecht nicht nur nach Papier. Da kommt auch irgendwas Fruchtiges, aber auch leicht Zitrisches raus. Na, wir gucken mal rein. Oh ja. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Genau. Und hier beim Heftchen, wo drin steht, was drin ist, da gucke ich jetzt nicht zu sehr rein, weil das spoilert uns dann leider. Das machen wir jetzt nicht. Genau. Aber es ist jetzt die, ja,
Frühlingsausgabe. Ich glaube, das ist dann die zweite. Ja, im Januar hatten wir schon eine und jetzt haben wir im April wieder die nächste. Oh, schön. Als erstes haben wir hier etwas Ritual of Ying. Das ist irgendwie neu, oder? Das habe ich vorher noch nie... Also, bevor das jetzt so in den letzten Malen so ab und an mal in Boxen drin war, habe ich das nie gesehen. Sleep. Deep Sleep Pillow Mist. Also, das ist ein Kissenspray. Finde ich super. Da habe ich aktuell eins mit Lavendel nämlich in Anwendung. Aber das hier riecht, glaube ich, ein bisschen pudriger, ein bisschen sanfter. Ups. Es riecht auch nach Lavendel tatsächlich. Aber es riecht angenehm. Es riecht nicht so aufdringlich nach Lavendel. Es riecht so sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt ein bisschen rumgesaut. Ich verteile das mal eben kurz auf meinem Körper, weil was fürs Kissen gut ist, ist für den Körper wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber ja, finde ich cool. Ist eine kleine Größe. Aber ich finde, für ein Kissenspray brauchst du auch nicht so ultra große Verpackungen. Deswegen finde ich das gut. Powder. Bei Oslo Airlines. Oslo Airlines ist uns doch schon das ein oder andere Mal über die Füße gelaufen. Ich habe von denen mal einen Nagellack gehabt. Ich habe von denen mal ein Lippenprodukt gehabt. Und jetzt haben wir hier ein Puder. Ich weiß nicht, was das auf sich hat mit diesen Oslo Airlines, Leute. Das ist sehr, sehr merkwürdig, oder? Ich habe noch nie von dieser Airline an sich gesehen. Okay, das scheint ein loses Puder zu sein. Zur sparsamen Dosierung des Puders entfernen sie nur die weiße Folie. Ja, hier hast du dann so Löcher im Deckel. Ja, da kommt auch Puder raus. Loses Puder. Das muss auf jeden Fall verwendet werden. Ich kann ja mal schauen, wenn ich das mal hier mit so einem Pinsel einfach mal aufnehme. Ich bin ja ungeschminkt, da macht das eigentlich relativ wenig Sinn, aber hat jetzt so scheinbar auch keine wirkliche Färbung oder sowas. Ist halt eigentlich jetzt auch so als Touch-up ganz gut. Ich bin, wie gesagt, heute hier nicht mit irgendwie einem Make-up oder so, aber es mattiert schon ein bisschen, ne? Wenn man das so sieht. Ja. Das wird auf jeden Fall demnächst mal in einem New-In-Make-up getestet. Das finde ich ja witzig. Was ist denn da drin? 20 Gramm, Leute, das ist ganz schön viel. Und diese 20 Gramm kosten einfach mal 26 Euro. Ich muss mich über diese Marke mal informieren. Ich finde das sehr, sehr merkwürdig, oder? Aber irgendwie auch witzig. Okay. Matte Maski. Facial Detox Purifying Recovery Mask. Okay, ich glaube, die hatte ich schon mal. Das Matte Maski, das ist ja so eine holländische, niederländische Firma. Und ich glaube, dass diese Maske, die war, die mir so auf dem Gesicht festgetackert war, dass ich die nicht richtig abgekriegt habe. Aber ich weiß es nicht. Ich würde es wahrscheinlich eh nochmal testen. Ich bin ja ich. Pore Refining, Hydrating, Anti-Aging, Brightening and Smoothing. Ich finde es super interessant, dass eine Maske gleichzeitig die Poren refinen soll, also Poren verfeinern soll und hydralisieren. Ich finde, das passt meistens irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja, und das ist halt so eine Schlammmaske, ne? Ich glaube, die ist ja auch noch richtig zu, genau. Und ja, das macht man sich dann aufs Gesicht und hat dann eine Muttmaske im Gesicht, eine Schlammmaske. Den habe ich schon. Highlighter and Eyeshadow von Bella Pierre. Das ist cool. Also den habe ich, wie gesagt, schon. Der ist auch sehr intensiv. Mag ich auch gerne leiden. Ist jetzt hier in der Farbe... Weiß ich nicht. Da, Champagne, genau. Champagne habe ich, glaube ich, auch. Also von daher. Den habe ich schon da. Der ist richtig schön. Moment. Wenn ich ihn da habe, kann ich ihn auch zeigen, ne? Das ist meiner. Und den hatte ich im Adventskalender, glaube ich, drin. Genau. Der ist sehr, sehr dunkel eigentlich. Aber halt mega, ne? Super butterig und sehr, sehr intensiv. Hat richtig krasse Leuchtkraft. Muss ich wirklich sagen, den finde ich echt schön. Den sollte ich auch mal häufiger verwenden, aber der ist eher was für den Sommer bei mir, weil der halt dann schon eher ins Champagner-Goldene geht, ne? Also der ist dann doch relativ dunkel. Ich kann den... Ja, ich habe gerade den Swatch an meinem T-Shirt abgewischt. Das ist immer schön, wenn man mich nur bis hier so sieht, ne? Oh Gott. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal einen Highlighter-Pinsel und trage den mal auf. Dann kann man den jetzt ja auch sehen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich ungeschminkte Haut. Dementsprechend ist es dann nicht so kabuff kabäm, aber ich finde den eigentlich ganz schön. Huch, oh, ich habe übertrieben. Minimal, minimal. Oh, Claudia, ernsthaft. Sehe ich aus wie eine Disco-Kugel, egal. Das ist jetzt hier ein bisschen intensiv geworden. Das war nicht meine Absicht. Uff, was habe ich denn da? Bisschen, da habe ich zu viel aufgenommen, ne? Aber wie man schon sieht, also der ist schon ziemlich cool. Ich finde den auch wirklich schön. Deswegen, ne? Es ist ganz schön, dass der mit drin ist. Noch was von Oslo Airlines. Leute, das ist ja cool. Was ist das? Hier etwas von Oslo Airlines. So, nach oben. Ah, Five Free Nail Polish. Das ist auch wieder ein Nagellack.
Eirei. Ich glaube, die freuen sich auch immer sehr drüber, wenn man versucht, das irgendwie auszusprechen. Okay, das ist eine Farbe, Leute. Kann man einerseits als Nude bezeichnen, andererseits aber auch einfach als Matschefarben? Also das ist doch irgendwie eine merkwürdige Farbe. Die kannst du nicht solo tragen, oder? Was ich bei dem letztes Mal so doof fand, war das Füßchen. Das war recht klein. Aber hier hast du ein wirklich großes Füßchen. Den muss ich mal austesten. Den würde ich jetzt wirklich mit einem Schimmerlack oder so kombinieren, ne? Dass ich mir den quasi über alle Nägel drüber gebe und dann so an den Ringfinger, wie hier auch, an den Ringfinger und vielleicht auch an den Zeigefinger oder so, dann halt irgendwas Schimmerndes drüber mache, weil der ansonsten wahrscheinlich einfach zu langweilig ist. Boah, diese Box ist so prall gefüllt. Das finde ich immer so herrlich bei Luxury Box. Das ist einfach ein Erlebnis, ne? Da hast du eine ganze Zeit einfach, dass du dich da mit dem Auspacken beschäftigst. Passend zum heutigen Wetter haben wir hier von Lancaster den Golden Tan Maximizer One Month Tan Prolonging. Also du kannst damit quasi dein Tan verlängern, also dass du quasi länger braun bist. Das finde ich schön. Ich bin nämlich sehr, 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 sehr blass und wenn ich dann mal braun werde, hält es auch nur kurz an. Meistens ist es eher so, dass ich erst rot werde und dann vielleicht mal braun. Das ist ganz, ganz blöd bei mir, aber das werde ich dieses Jahr wirklich mal probieren, denn ich habe einige Tan Maximizer und wie auch immer Viecher. Bis zu einen Monat längere Bräune nach dem Sonnenbad nach ihrem Urlaub großzügig auf Gesicht und Körper auftragen. Ja, Urlaub hast du jetzt ja auf Balkonien, Terrassien oder sonst irgendwie, auf jeden Fall zu Hause. Hier hast du drin 50 Milliliter und den werde ich mir definitiv jetzt öfters mal aufgeben. Ich war jetzt ja heute ganz, ganz kurz mal draußen, also wenn ich mit Sammy Gassi war oder so, aber ich schaue mal, wie der überhaupt sich verhält. Sieht aus wie so eine Sonnencreme, ne? Riecht sehr angenehm. Sehr, ja. Ui, ergiebig. Ich meine, dass man die Bräune länger erhält, wenn man sich eincremt, ist klar, finde ich, ne? Weil du halt die Haut entsprechend mit Feuchtigkeit versorgst. Wow, der ist jetzt super schnell eingezogen. Ich dachte erst, Himmel, ich kriege das nicht eingezogen. Aber doch, und das riecht echt gut. Ja. Es riecht interessant. Es riecht jetzt nicht klassisch nach Sonnencreme oder nach Aftersun oder so. Es riecht aber angenehm. So ziemlich parfümiert. Und es glänzt auch so schön. Ach Mensch. Ja, dieses Jahr definitiv mehr Tan Maximizer verwenden, Claudi. Okay, dann habe ich hier von I plus M die Augencreme Eye Cream Rich. Die habe ich auch schon da. Mensch, manche Sachen wiederholen sich in Boxen dann doch vielleicht mal das ein oder andere Mal, aber nicht jeder hat ja so ein Gedönsen, deswegen. Aber die habe ich, wie gesagt, schon da und möchte ich auch demnächst mal verwenden. Und jetzt habe ich davon ein Backup, die lasse ich aber zu, weil sowas hält sich echt nur 4 Monate, wenn du es aufmachst. Das ist sehr, sehr schade. 15 Milliliter sind hier drin, das ist mit Avocado und Argan. Und ja, gerade bei mir, ne, ich bin 30, ich habe vielleicht schon ein bisschen nicht nur die ersten Anzeichen der Hautalterung, sondern auch schon die zweiten und dritten Anzeichen. Da habe ich dann meistens etwas reichhaltigere Cremes, halt, die ich mir dann unter die Augen gebe. Und ja, da freue ich mich drüber. Das finde ich cool. Hier ist jetzt ein Produkt, ja. Ne? Ja. Nee. Nicht für mich. Also das ist von Cativa, Glätten ohne Glätteisen, Aufbau und Reparatur mit Keratin und Kupuazu. Ich habe glatte Haare. Die muss ich nicht noch zusätzlich glätten. Und das hier ist wohl ein Gedöns, ein Produkt, was du dir halt so in die Haare reingibst. Also da hast du hier das Shampoo, die Spülung und dieses Produkt Glätten ohne Glätteisen. Und damit sollst du dir halt wirklich so eine Glätten ohne Glätteisen gedünsten Geschichte machen können. Ich weiß nicht, nennt sich das Keratinglättung oder sowas? Weiß ich gar nicht. Ich habe da, wie gesagt, überhaupt keine... Doch, Keratin, ne? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Und ja, wie gesagt, das sind halt so meine Haare, wie sie aussehen. Die sind so und die bleiben auch so. Und ich habe lieber, dass ich mir vielleicht noch irgendwie meine Haare lockig kriegen würde oder so, aber... Das brauche ich dann echt nicht. Das heißt, das werde ich demnächst dann auch mal mit verlosen oder einer Freundin geben oder so. Mal gucken, da fällt mir wohl was ein. Und last but not least haben wir hier Ampullen drin. Ja, ich mache die ganze Zeit so, weil dieses Krüppelpapier färbt halt ein bisschen ab. Das ist halt schwarz, ne? Von Dr. Grandel, Hyaluron, glättend und aufpolsternd. Das sind 3 Ampullen, a 3 Millilitern. Intensivpflegekonzentrat mit Faltenfüller-Effekt. Selbst ausgeprägte Trockenheitsfältchen werden gezielt von innen aufgepolstert und deutlich gemildert.
Ist das so? Weiß ich nicht. Also ich finde, bei solchen Ampullen oder allgemein auch bei Masken und so, da habe ich einen Soforteffekt, ja, für den Moment. Aber so einen Langzeiteffekt habe ich jetzt bislang noch nicht so erleben können. Das habe ich eher, wenn ich eine Creme verwende und die dann langfristig verwende. Aber na, werde ich auf jeden Fall mal testen und schauen, wie die so sind. Ich habe jetzt ja einiges aussortiert, das heißt, die ziehen dann wieder bei mir ein. Ja, das war ein ziemlich abwechslungsreicher und cooler Inhalt. Also ich feiere vor allem das Puder tatsächlich von Uslu Airlines. Geil. Und ja, den Highlighter, hätte ich ihn nicht da, hätte ich ihn jetzt auch gefeiert, aber ist man so. Ich feiere eher meistens dekorative Kosmetik, ne? Dass du eine Maske mit drin hast und noch Ampullen, finde ich auch richtig, richtig gut. Und ansonsten hat mir die Box auch richtig gut gefallen diesen Monat. Doch, das hat mir echt gut gefallen. Es war einfach auch mal ein bisschen von ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich fühle mich gut mitgenommen in den Frühling. Ja. Doch, ne? Claudia. Okay, ja. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, um dran teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und ja, ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich will meine Arme nicht anheben. Entschuldigung. Ich glaube, das T-Shirt war für diese Wärme hier nicht richtig gewählt. Und weil heute Rosenmontag ist, Leute, Rosenmontag? Hello. Nein. Und weil heute Ostermontag ist, wünsche ich euch wunderschöne Ostern. Nein, heute ist Sonntag, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch frohe Ostern und ja, feiert auf eure Art und Weise wundervoll Ostern. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie du Ostern dieses Jahr verbringst. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!